Moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen und alten Quest Multiplayer Let's Play mit dem Fischi und seinen Hundis. Wolltest du gerade neues Let's Play sagen? Weiß ich nicht mehr. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Titan Quest Let's Play. Nein, ich vergesse öfters mal, dass bei fast jedem Spiel, dass ich dann die Tüte nicht mehr weiß und einfach kurz nachdenken muss, dass ich die eigentlich gerade aufnehme. Ja, das habe ich auch jedes Mal. Nie. Jedes verfickte Mal, ernsthaft, das ist so nervig. Was ist das große denn? Spinne, große Spinne. Tschüss. Ich hasse Spinnen übrigens. Also ja. Auch RL. Ja, und Schlangen, ich hasse sie. Schlangen sind geil, Mann. Schlangen sind so richtig. Ich meine, man denkt immer sofort, Glipschi. Und dann fasst man denkt so, ihr Missgeburt in der Natur, keine Beine und bla. Oh, Freddy, wieso redest du von dir selbst? Was? Oh, Missgeburt in der Natur. Versteh ich nicht. Ich bin gerade gelevelt. Ich versteh nicht, was du mir damit sagen möchtest. Wann bist du eigentlich gelevelt? Letzten Part. Hast du gar nicht mehr geskillt? Klar, schon lange. Okay. Ich brauche nicht so lange zum Skillen wie du. Ich eigentlich auch nicht. Ich gucke halt nur nach, was sinnvoll ist. Also was ich brauche. Ne, ich weiß schon, was ich skille. Also ich mache meistens einen Punkt in Warte kurz. Warum? Will skillen. Ich warte auch jedes Mal auf dich, wenn du skillst. Ich skill noch nie. Fuck. Klärchen skillst du. Ja, okay. Aber ich brauche nicht so lange. Ich sag nicht, ja, warte mal kurz. Ich skill einfach, weil ich weiß, was ich skillen will. Ich weiß nie, was ich skillen will. Ich skill immer meine Gaunerei, weil das andere brauche ich momentan nicht. Gaunerei ist einfach sinnvoller. Wie viel brauche ich dafür? 26. Was ein Hohn! Habe ich hier irgendwo noch Stärke drauf? Ich habe ein Schild mal 11 Stärke. Willst du den? Ja. Mich gerade gefunden. Nein, mein Schild macht 119 Leben plus. Ja, aber der hier hat Stärke. Was noch? Guck doch. Okay, schmeiß mal her. Hab ich schon lange. Nichts. Und der ist mega schlecht. Der ist voll gut. Er macht 19 Schutz. Nein, 19 Schaden. Meiner macht plus 25. Du machst auf eine gewisse Art und Weise auch Flächenschaden. Wie? Dein Messer geht ja mega weit. Ja, aber es ist eine Spur. Ja, aber trotzdem mega weit. Meine Sturmwelle geht nicht so weit. Ja, mein Messer geht dafür weit, aber nur so in einer ganz kleinen Spur. Da liegt noch ein Gesundheitstrank für dich. Okay. Alter, wie viele Spinnen hier sind? Das ist halt eine Spinnenhöhle, ne? Schild der Geschicklichkeit. Auch schlecht, aber 12 Geschicklichkeit plus. Ernsthaft, ich brauch das Leben, ey. Das verkaufe ich sofort. Ich kann nicht auf 110 Leben verzichten. Giftzeug und ein Hund ist tot. Nein, goldenes Fließ. Chillig. Dann kann ich das Artefaktbug machen. Was total unnütz ist, was wir festgestellt haben. Ja, aber es geht ums Prinzip. Ja. Ist echt so. Oh. Das ist eine goldene Truhe. Eine königliche, ja, ich bin gleich tot. Erstmal alles gelootet schnell. Ja, ich auch. Achso, da ist ja noch ein Gegner. Der war so putzig, den habe ich gar nicht gesehen. Die gut, 4 Geschicklichkeit gegen 15 Feuerwiderstand und 10 Bewegung. Hört sich gar nicht so schlecht an. Kann ich jetzt wieder einen Ring verwenden? Guck mal heute die Höhle an, was hier noch alles ist. Mach das. Okay, da ist eine große Todesspinne. Da hinten war ein Ausgang. Hier sind noch einfache Tränke. Oh, ich hab Platz mehr. Autosortiert hast du benutzt. Jetzt habe ich wieder Platz.
Ja, du hattest recht, ich werde sie benutzen. Lasse deinen Hohn. Nicht du. Ich habe einen Kommentar gekriegt. Du solltest übrigens die Autosortiertaste benutzen. Kämpfst du gerade gegen die beiden Todesspinner? Nein. Sag halt nicht. Würde ich gern sagen. Ich meine jetzt nicht so stark, mein Hund ist schon tot. Und du auch fast. Ich hab... Also du bist fast gestorben. Ja, fast, ne. Ich höre jedes Mal dein Sterbgeräusch übrigens. Ich habe ja auch nicht wieder auf Kopfhörer gestellt wie letztes Mal. Ist ja egal, muss ja nicht sein. Wie kannst du so schnell looten? Ich hab den alten Lootfinger von Starbound ja jetzt angewöhnt. Und das Starbound muss man wenigstens nur E drücken. Das Starbound muss einfach nur reinspringen. Und der Host sein. Hinter dir. Welche? Hinter uns ist noch was. Was? Ein Weg hoch. Ist das der richtige oder ist das der Ausgang? Ich glaube, das ist der. Nicht der Ausgang. Sah aber so aus, weil es so hell beleuchtet war. Ja, stimmt. Oh, nee, hier ist ein Endgegner. Ein Wildschwein. Ach, das ist dieses Wildschweinviech. Witwe. Ja. Er ist tot. So, die Wildschweinrüstung. Zwar ist voll scheiße. Willst du die haben? Ich kann die Truhe nicht öffnen. Ich schon. Ich kann die Truhe hier auch nicht öffnen. Wir haben ein kleines Problem. Du hast ein kleines Problem. Hier kriegst du einfach eine Truhe. Ja, du hast doch noch ein, zwei Splits, oder? Was? Du hast noch ein, zwei Splits irgendwie. Ach, ich krieg die kleine Truhe und du lootest sie einfach. Ja, du standst da rum, du bist ein bisschen laggy gerade. Warte, ich hab zwei Splits aber nicht dabei, ich hab goldenes Vlies dabei. Das Blitz liegt bei mir. Ja, guck Kiste. Mal bitte, was du für ein Ping hast auf Gruppen. Also auf Gruppenfenster. Moment. Steht hier nicht. Doch, unten. 154. Ja, siehst du? Was ist denn mit meinem Internet los? Weil wir spielen, glaube ich, nicht auf dem Server, der bei mir läuft. Wir haben jetzt einen Webserver von, also halt von den einen offiziellen Server und da haben wir, also den Server läuft halt unser Server, aber ich habe einen Ping von 31 da. Bisschen komisch. Wenn der 16k Leute nicht funktioniert. Du sollst nicht von Pornos runterladen. Dann hätte ich mein Datenvolumen wieder aufgebraucht, wie ich das schon gemacht hätte. Ist der Brustpanzer gut? Ne, nur 24 Rüstung. Nur, sagte er. Was? Meine hat 36. Ich habe auch nur 24 Rüstung. Meine Rüstung hat 36. Ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, ich habe schlechte Rüstung noch. Ich krieg immer mega gute Rüstung, dafür brauche ich Stärke. Ich krieg keine Stärke. Ja, wenn du halt nicht auf Stärke gehst, dann lohnt sich auch nicht mega gute Rüstung zu nehmen. Weil das kannst du dann einfach nicht. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Ja? Ja. Ich habe schon wieder zu wenig Energie gehabt. Machst du kurz Portal? Ich kämpf grad. Machst du jetzt Portal? Nee. Machen wir bitte. Ist offen schon lange. Okay. Könnt ihr mal was sagen? Alter, wie groß ist diese Scheißhöhle denn bitte? Die ist riesig. Müssen wir eigentlich noch nach Delphi zurück? Wir kommen automatisch nach Delphi zurück. Glaube ich. Ich meine zu der Frau. Ja. Wie kommen wir da bitte automatisch wieder hin? Also nicht zu der Frau. Du warst doch gerade in Delphi, ne? Ja. Warum hast du die Quest nicht fertig gemacht? Weil ich in Delphi war. Was? Weil ich nicht in Delphi war. Wo warst du denn? In der Höhle, da ist so ein... Ach, stimmt, ja, da ist der Scheiß. Bin schon wieder tot. Ich auch fast. Was ist denn los heute? Alter, die Höllenhunde. Ich habe hier gerade drei Höllenhunde, die machen halt nicht einfach instant weg. Drei Schockwellen überleben die. Am Fledermaus zwar. Hast du da hinten alles platt gemacht? Ja, fast. Alter, der Feuerschaden von denen ballert schon ganz schön rein.
Ich glaube, ich habe was Weißes aufgesammelt. Musst du umstellen. Wieso? Ich drücke immer Alt. Ja, ich drücke auch immer Alt. Und ich habe nur noch goldene Sachen. Also links unten ist so eine Höhle. Hier sind Todes... Alter, wie viele Gang gibt's hier denn bitte? Sehr viele. Man sollte automatisch einen Energietrank nehmen, wenn man keine Energie mehr hat. Ich muss verkaufen gehen demnächst. Okay, links oben ist der Ausgang, rechts oben ist der Ausgang, das heißt hier erstmal links unten. Ja. Noch mehr Rattenmenschen? Hauptsache die Höhle ist voll besiedelt, Alter. Wir löschen hier ganze Zivilisationen aus. Ist doch schön. Ja, ich hab's gehört. Da gönnt sich sonst nichts. Alter, ich hab jedes Mal Bock auf Musik, ey. Auf was für Musik? Was für welche wohl? Sido? Absolut. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ich bin voll. Ich auch, fast. Fast. Warte, ich pack mal kurz um. Dann hab ich wieder ein bisschen Platz. Ich hab sortiert, das hat mir nichts gebracht. Ich hab sortiert, das hat mir nichts gebracht. Ich reiß mal kurz nach Delphi. Jetzt richtig viel Platz wieder. Nee, bei mir hat das absolut nichts gebracht. Ja, ich reiß auch kurz nach Delphi. Du stehst bei mir dann noch rum. Nein. Der Server hat sich gerade aufgehängt. Ich stand gerade rum, konnte schlagen, konnte mich nicht bewegen. Willst du in Kyras das Wildschwein-Menschen behalten, weil er selten ist? Oder gibt es später noch mehr Wildschwein-Menschen? Ist das grün? Ne, das ist ganz normal Gold, aber was? Klingen, Schilde, Tränke, also ich muss es nicht unbedingt haben. Bögen, Helme aller Sorten. Oh, kann ich dir helfen? Intelligenz. Stärke 32 für mich, 132, 131 habe ich schon. 300 Gold. Also 300.000. Kannst du mir goldenes Vlies und so geben? Ja, gleich, mach ich gleich. Die Waffe ist scheiße. Die Waffe ist scheiße. Ich vergraut, dass ich meine epische Waffe benutzen kann. Die Waffe ist scheiße. Den Helm wollte ich mir noch kurz aufheben. Die ich nicht mehr benutzen kann, wenn ich sie ausziehe. Der weil die Stärke Schild braucht. Ist schlecht. Der Schild ist mega schlecht. Das macht plus 12, das heißt, ich bin dann auf 24 und dann brauche ich einen Mehrskill, dann kann ich die benutzen. Scheiße. Alter! Was? Ich habe hier momentan die besten Sachen, Alter. 40er Helm, 40er Armschienen. Ich habe in meinem Inventar, also in meinem Stauraum 40er Helm, 44er Armschienen und eine 40er Rüstung. Okay, nice. Goldenes Vlies schnell mal verkaufen, bringt ja 800 Gold. Achso, ja. Lohnt sich derbs, ne? Normal. Ja, normal, muss. Der Helm bringt Leben und Energie. Kaufst du gerade oder? Ich verkaufe gerade. Weil bei mir stehst du ein paar Meter vom Händler entfernt. Schöner Bug. Die Frauen brauche ich auch noch, ne? Und die wollte ich nicht. Ich wollte den da. Den wollte ich gegen den austauschen. Den wollte ich vielleicht auch noch stürmen. Den will ich vielleicht noch haben. Könntest du mir das jetzt einfach schnell geben? Ja, warte doch mal kurz. Ja, aber wenn du verkaufst, kann ich dann hinrennen und das Artefakt direkt machen. Ja. Yeah. Die Items droppen da. Zeus, kennst du Simonides? Toller Dichter. Noch um Dings, ne? Was? Nicht du. Möge Apollon dir wohlgesonnen sein. Und gucken wir nach, ob ein Ring mit Stärke. Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen möchtest? Nee, ich verkaufe nicht. Durchschlagswiderstand, Giftwiderstand, Energie, Angriffsqualität und Energiekosten. 3 Stärke plus Elementarschaden für Freunde. Dafür muss ich erst 15 werden. Geschick. Kälte, 10 Schaden, 5 Schaden. Bogensee kriege ich dann ja auch eigentlich hier erstmal reinpacken. 137 Leben, 16 Geschicklichkeit.
Okay, die sind alle scheiße. Leben, 9, Stärke, 8 Stärke. Was habe ich momentan? 7 Stärke, toll. Also nicht so. Okay, dann kaufe ich mir nämlich den Ring mit Stärke und Bonus für alle Begleiter. Und tausche den gegen den, den ich jetzt drin habe. Bist du gerade? Oder brauche ich die Geschicklichkeit eigentlich noch? Warte mal, ich bin beim oberen Händler. So. Ich brauche die Geschicklichkeit nämlich nicht mehr und jetzt kann ich mir noch... Bei dem stehst du? Ach nee, doch, du stehst ja glaube ich jetzt richtig. Den Ring kann ich verkaufen. Den Ring kann ich verkaufen. Die Perlen will ich behalten, weil die grün sind. Ziemlich gut. Brauchst du Perlen mit... Nein. Plus 14% Elementarschaden, 19% Energie, plus 11% Energie, plus 6% Energieregeneration. Wenn du sie nicht brauchst, dann nehme ich sie. Hätte ich nur... Hätte ich nur ganz gern, dass du die nicht verkaufst. Ja, weil meine haben nur 5 Geschicklichkeit und... irgendwas anderes. Okay. Jetzt geh ich nochmal kurz zum Stauraum, nehmen wir eine anderen 40er Sachen daraus. Sei wie kannst du da mir dann gleich die Essenz von Zeus Blitz geben? Blitz von Zeus, was auch immer. Ah, Kacke! Mist! Was? Ich habe jetzt zwar eine 36er Rüstung an, aber meine beiden 40er Helme und meine 40er Helme und 40er Dings kann ich nicht benutzen. Das heißt, ich kaufe mir jetzt mal eine andere Rüstung zurück für viel zu viel Geld. Und leg die erstmal wieder an, weil die mir auch... Aber du hast jetzt nicht gleich den Blitz raus, den du mir geben kannst. Nee, das hier. Nein? Das wäre zu umständlich. Ja. 7 Stärke, das heißt 14, das heißt 34, das heißt, es reicht immer noch nicht. Okay. Doch, könnte reichen, oder? Okay, wieder. Wie geil, dass man das teilweise hier auf den Steinen Fußabdrücke sind. Ist doch chillig. Kommst du wieder zum Stauraum? Noch ein Reisender mit Sachen, die verstaut werden wollen. Ja, du lagst bei mir richtig rum. Ernsthaft? Ja, port dich mal oder so. Ja, mach ich gleich. Oder schlag mal zu. Was da? Oh, willst du mich verarschen? Mein Helm bringt auch 11 Stärke plus. Meiner bringt 4 Geschicklichkeit. Das bringt Geschicklichkeit, das bringt Stärke, das bringt Geschicklichkeit. Ja, ich kann auch keine Geschicklichkeitssachen wegwägen, weil dann kann ich meinen... Sperr nicht mehr benutzen. Ach ja, schlag mal zu oder so, damit du dich wieder normal bewegst. Ja, warte mal. Lebe lang, den Blitz. Oh Reisender, erleichtere deine gute Reise. So, jetzt hab ich zugeschlagen. Ja, jetzt bewegst du dich auch wieder. Geh mal einen Schritt oder so. Ja, wieder normal. Bisschen buggy ist das Spiel ja schon. Toll, jetzt habe ich also nichts geändert. Ja, ich habe jetzt Blitzschaden mit Kälteschaden, okay. Weißt du was, dann benutze ich jetzt doch die andere Rüstung, weil die war gut. Lager tief und breit, wie die Dichter sagen. So. Der bringt immerhin 10 Rüstung plus und lebe lang. Ich brauche echt was zur. Hier sind plötzlich Lebensfresser in der Höhle? Ernsthaft? Ja. Warte, ich komme. Ich habe mich geportet und plötzlich ist die Gegner hier. Kannst du mal kurz ein Portal aufmachen? Danke. Die Gegner sind übrigens übertrieben stark und fressen die ganze Zeit dein Leben auf. Ich denke mir, schlimmste auf einmal kommt das. Noch mehr davon. Die Lebensfresser sind übrigens einer der schlimmsten Gegner, finde ich, in Griechenland. Ich finde die, die Schlangenschlampen schlimmer. Ich weiß gar nicht mehr, was die machen. Was du sehen. Ich habe das Weißes auch gesammelt. Ich muss übrigens auch leveln, damit ich das Artefakt benutzen kann. Hier sind wir wieder raus. Wie viel beim Level bist du schon wieder? Moment mal, haben wir die Quest abgeschlossen? Nein, haben wir nicht. Ich pop mich kurz zurück. Wir sind richtige Helden, ey. Kein Held. Ja.
Part ist übrigens vorbei, ich pop jetzt mal schnell zurück und dann beenden wir den Part doch gleich. Es lag. Ich hatte gerade Standbild. Ist doch schön, ich auch. Und die Viecher porten sich hin und her. War die Was hier? Ist? Alter! Gut. Was? Nicht. Was denn? Nicht. Was denn? Sag's mir. Komm einfach her. Bist du weit von meinem Portal weg? Nein, ich bin noch nicht. Ja? Guck dir einfach mal meine Waffe an. Chillig. Fällt dir irgendwas auf? Die leuchtet ein bisschen. Meinst du? Ist das eine legendäre? 41 Schaden, 9 bis 15 Schaden durch Blutung, 4 bis 11 Kälteschaden, 10% Wahrscheinlichkeit für 3 Sekunden Einfrierung. Ob das legendäre ist? Ja. Also sie ist lila. Nein, blau. Ja, dann ist sie nur episch. Plus 2% auf Ausnehmen. Nein, plus 2 auf Ausnehmen. Hast du Ausnehmen? Was ist das? Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein Skill von Natur oder so. Wir müssen schon aufhören. Ja, also ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao. Tschüss.